So Leute, willkommen zurück zu Rogue Legacy. Wir sind mit unserem werten Koch hier in der Challenge gerade drin. Prinz hinterlassen, Giftwolke. Ja, finde ich eigentlich nicht schlecht. Gerade für diese Challenge. Obwohl Seelenkette war eigentlich dumm, die mitzunehmen. Flügel des Ikarus finde ich nicht blöd. Vielleicht ist es das aber. Okay, nee, es ist definitiv nicht blöd. Weil ich das Vieh hier oben in der Ecke total totmobben kann. Ein B ist in Ordnung. So, wie sieht's bei euch aus? Was? Gibt Ressourcen aus, um Seelensteine zu kaufen? Ach so, ja. Phygische Scharfschützen könnte man damit kriegen. Schauerlich. Okay. Reptilienwandler, okay. Drachenpuppenspieler. Das sind interessante Sachen. Ich weiß noch nicht, ob ich die will. Eigentlich ja. Eigentlich will ich sie. Komm, einen davon können wir uns kaufen. Der da dann Giftklingen, ne? Giftklingen klingt gut. So, wie viele haben wir denn? Von beidem zu wenig. Okay. Wollen jetzt echt schon sehr viel dafür. Da sollten wir eher die Narben machen. Warte mal, dann will ich aber nochmal mir die Narbenhinweise angucken. Vielleicht weiß ich von einem genau, wo es ist. Okay, das hatten wir ja schon. Keine Ahnung. Sie versteckt sich im Baldachin und lauert über dem goldenen Tor. Eine kleine Gruppe Bauern sieht sich im Schutz der Nacht verstohlen um. Man beschwert Verhältnisprobleme. In Geheimgang hinter einer Statue freigelegt. Nee, wüsste ich jetzt auch nicht. Und ich den versteckten Wald neben einem Banner in seiner Werkstatt. Ja, das ist unten. Warte mal, von der Sache her müsste... Warte mal, wo haben wir das hier gefunden? Schwer zu sagen. Also Tubals Ding können wir suchen. Tubals Werkstatt wissen wir zumindest, wo die ist, ja. Da wissen wir, dass wir nach ganz unten müssen.
Wenn wir dafür alle Klassen und alle Upgrades halt kriegen, wäre schon nice. Sprinten bitte. Da oben wäre auch noch was. Gucken wir erstmal hier oben. Oh. Ach, der eine shieldet den anderen, oder was? Ganz freche Viecher hier. Ist auch ein bisschen gemein, den einen Gegner einfach nur Unkraut zu nennen. War da unten ein Zombie drin? Uns mal heilen, weil falls wir wieder was zu essen finden, wollen wir das ja effektiv nutzen, nach Möglichkeit. So, wir gehen hier erstmal hoch. Feenraum. Zerstöre alle Ziele, verliere kein Leben. Okay, dagegen hauen ist bösartig. Scheiße. Okay, dann nicht. Tiere. Okay, das kann. Leere kann ich nicht zurückschlagen. Ja. Aber wir können schon wieder uns selber heilen. Also der Koch ist sehr gut hier unten. Ah, hier ist schon der Bossraum. Der ehemalige. 1000 Zyklen sind vorbeigezogen, seitdem ich den Landen oben geraubt wurde. Der niederträchtige Estor Irat attackierte mich mit seinen Lanzenkämpfern am Ende meiner langen Ruhezeit. Als sie am verwundbarsten war. Sie kennen keine Ehre, nur Trug und List. Nein, ich war nicht schnell genug wieder oben. Ja, die Estuare waren auf jeden Fall nicht die nettesten Gesellen. Ich habe eben auch nur ganz dezent die Übersicht verloren.
Okay, das nehmen wir mit und dann heilen wir uns aber schon mal ein bisschen. Meos dürften wir jetzt ruhig mehr Hähnchen kriegen. Notfalls halt mit Gewalt. Jetzt muss ich hier nochmal runter wegen dem Geld. Scheiße. Ah, das war nicht gut. Kriegsbogen, oh, die Handballliste. Was bist du denn? Spielsucht. Geld kommt nur aus Truhen, die Beträge stanken stark. Ich möchte ihn aber mal mitnehmen wegen der einen Challenge. Und wir können hier trotzdem ein bisschen was verbessern. Machen wir einfach. Wir klauen ein bisschen, wir zweigen ein bisschen mehr Geld ab. So, knappe Sache. Timer startet bei minus 2 Sekunden. Zieh sie bis an deine Wange. Beide Augen sind geöffnet. Stell dich gerade hin, atme aus, während du schießt. Schieß aufs Ziel, denk an den Wind und sieh nicht runter, wenn du ihn erneut spannst. Zu langsam, mach schneller, schneller, schneller. Das ist einfach zu viel, ich kann nicht mithalten. Gregor lässt mich bestimmt wieder durchfallen. Ich werde niemals genug sein, um ein Rekrut zu werden. Wie ist denn das gedacht? So. Eine Minute sieben. War das gut? War das schlecht? Das ist ein A. Ja, perfekt. Punktzahl für. Nee, meine knappe Sache. Hier. Bronze Zielzeit. 35 Sekunden. Okay, nee, das schaffe ich mit dem nicht.
Okay, der hatte eben gar nicht die Balliste. Dann muss ich das zu einem späteren Zeitpunkt nochmal probieren. Ich will irgendwie einfach den Boss machen mit ihm. Weil Waldläufer, gerade mit so der schweren Balliste, sehe ich da eigentlich nicht. Ja, immerhin stehen wir richtig. Genau. Und ich weiß, er kriegt viel Geld. Au. Viel Geld dazu. Er ist auf meine Plattform in der Luft gesprungen. Da bin ich nicht rechtzeitig rausgekommen. Scheiße. Ja, ich hätte mit ihm vielleicht doch das Geld holen sollen, aber es gab halt nur Geld aus Kisten. Geld aus Kisten ist immer doof. Oh, Lady Noir ist groß. Ja, Aquarius mit dem Zeug und eine Muskelschwäche. Nehmen wir. Hey, die Aquarius mit den Giftdolchen. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Haben wir mit denen schon... Warte mal, wenn ich jetzt knappe Sache mache... Ah, dann sind wir Waldläufer, okay. Einfach nur ganz schnell schießen. Komm schon. Im Hintersten habe ich immer meine Probleme. Wir sind schon über 35 Sekunden dran. Ich meine, wir waren schneller als letztes Mal. Aber ich sehe es einfach nicht mehr. Da haben wir mit dem Assassinen noch gar nichts. Dann machen wir das jetzt. Ritter erzeugt eine Druckwelle, die Geschosse zerstört. Grabesglocke. Ja, ich nehme tatsächlich das da, weil wenn wir sprinten und zerstören, das ist gut. Grabesglocke, Stromkrone. Auch mehr Schaden. Auch gut. Mehr Stromkrone, ja. Ich komme hier quasi gar nicht mehr raus aus diesem Angriff. Sowas von egal. Du hast einen Raum abgeschlossen. Ist ein B, ist in Ordnung. B reicht immer noch nicht für geschlossener Raum.
Brauchen noch mal 3000 mehr. Verdammt. Damit wir 300 von den Dingern kriegen. Okay. Aber der Assassine gefällt mir tatsächlich. Ich glaube, mit dem Assassinen können wir viel erreichen. Aber Leute, das war's mal für den Part. Hier im Schloss geht's nächstes Mal weiter. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Rogue Legacy 2. Bis dann, euer Wolf.